Normalerweise sind Journalisten eher Beobachter und Kommentatoren. Beim traditionellen Pressekochen des Verbraucherservice Bayern im katholischen Deutschen Frauenbund wird der Spieß einmal im Jahr umgedreht. Die Medienvertreter aus Unterfranken durften sich diesmal selbst an Rezepten der vitalen Frühlingsküche ausprobieren. Alles unter dem wachsamen Auge der Hauswirtschaftsmeisterin Christine Löffler, die den Presseköchen den ein oder anderen guten Tipp beibrachte. Und dann schneide ich die Zwiebeln in der Mitte durch, lass aber die Wurzel kommen. So bleibt sie dann auch stabil. Die Zwiebeln stehen hier so. Trotz mangelnder Kocherfahrung zauberten die Teilnehmer nach 4 Stunden Einsatz am Herd ein mehrgängiges Menü.